Sesam, öffne dich. T-Bones Garage. Machen wir da jetzt ein schönes kurzes Projekt. Was braucht man? Eine Rohrzange aus dem 1 Meter Stab. Messen kann. So, das fangen wir an. Eine Eisensäge natürlich. Pumpenzange, Meterstab, Eisensäge und diese Rohre. Dann fangen wir mal an. Erstmal messen wir 20 cm, sägen wir hier nochmal von dem einen Rohr zweimal die 20 cm, aber nicht dieses, sondern das dickere. Jo. Das wird jetzt langweilig und ich brauche beide Hände zum Sägen, also Kreizteife, du der Wetterler. Hätte doch ein Flex genommen, ich Depp. Sag ich denn, ich soll es mit der kleinen Eisensäge machen. Das macht kein normaler Mensch. Und dann noch ohne Schraubstock. Das doch gleich mit dem Schweizer Taschenmesser. Was muss denn ich auch immer so angeben? Mann, eine kleine Eisensäge. Draußen habe ich 25 Flexe. Ja, das schenke ich mir. Das lasse ich einfach so lang. Ich bin ja auch nicht blöd und sehe ich den Scheiß ab. Das ist ja Wurst. So. Jetzt nimmt man das T-Stück und setzt die zwei Röhrle da rein. So, jetzt ist die eine Seite halt länger
Ach, das ist ja relativ Wurst. So, jetzt müssen wir eine Seite, jetzt irgendwo ein Loch drin. Jetzt eine Seite noch absägen, dass das so hoch, genau. Dann. Warum machst du es nicht mit der Flex und sagst, du hast einfach geschnitten von Hand? Die sehen das doch nicht. Du musst dich da so schinden hier. Das macht ja kein normaler Mensch. Mensch. Ja, aber dann heißt, dann würdest du ja anlügen, wenn du es abfleckst. Dann würdest du ja anlügen, die Kollegen. Das dürfen wir nicht machen. Die werden schon genug angelogen. Die werden schon genug angelogen. Das machen wir jetzt von Hand. Und wenn es 3 Tage dauert. Und wenn es 3 Tage dauert. Alter. Ei, ei, ei. 2 Stunden später. Ach Gott. 2 Stunden später. Die Scheiße. Siehst du, braucht er nur die Hälfte sägen. Der Rest einfach abbiegen. Da leckt mir am Arsch. Hätte es ja nochmal 2 Stunden länger gedauert. Heieiei. So. Und das Gedöns steckt man hier oben in das hier ein. Oh, herrlich. So. Jetzt sind wir alle weg. Hier vorne wird es beschwert mit einem Stein, oder so, dass es nicht umfällt. Und et voilà. Ständer hier. Ja, genau, ein Ständer. Ich habe auch einen Ständer. Woanders. Nicht, wo ihr wieder meint. Ein Ständer. Ja. Ein Garderobenständer meine ich. Zum was aufhängen. Und jetzt den Draht hier da, hier, den hier, den tüdeln wir hier rum. Aber erstmal muss es die Rohrzange, weil die haben wir ja auch gesagt, die brauchen wir. Keine Ahnung, warum mit die hier da. Jetzt biegen wir die Scheiße hier runter, ne? So. So. Ja, das muss ich alleine machen. Das. So, jetzt habe ich das doch noch kurz den Rest hier hingetüdelt seitlich. Und Gott sei Dank habe ich das alles gerade abgesägt. Wenn das lauter solche Haken hier wären, dann würde das ja ganz, ganz kriminell ausschauen. Dann wäre das ein Haken hier. Ist ja ein Kreuz, ein normales Kreuz ohne Haken. Ne? Das. Uiuiui. Halt nur ein Haken dort. Also das fällt sonst immer wieder um. Das ist die Scheiße. Das fällt immer nach hinten um und jetzt hat es ein bisschen Stabilität nach hinten. Weil mit 3 hebt es doch nicht so gut. Und ich glaube, dieses lange hier mache ich vorne hin. Ja, dann kippt seitlich weg. Nein, ist ja egal. Da vorne tun wir auf jeden Fall ein paar Steine befestigen. So, und jetzt machen wir hier oben den Draht hier rum. So, jetzt haben wir da einfach den Draht hier rumgetüdelt, rumgebogen.
Und jetzt können hier die Vögel herfliegen und die Körner abknabbern. So, das da oben, da machen wir noch ein ordentliches Band rum, Fettband oder so. Da unten machen wir noch mal schwarzes Isolierband rum. Dann stellen wir das auf und dann seht ihr gleich weiter. Hallo, und hier ist es fertig, diese Vogelständer. Mit den zwei Knödel, unten eine Platte, Vogelhäuschen und die Vogeltränke. Weil ich bin gut zu Vögeln und anderen Tieren. Aber ich habe die Vogeldinger gemacht. Ja, und jetzt zeige ich euch, wer die Vogelknödel gemacht hat. Hier, du bist der? Der Leofax. Leofax. 10. Ja. Auch ein YouTuber. Was machst du für Videos? Ich mache so Spielvideos. Für Spiele? Ja. Okay. Die Knödel sind super. Jetzt gucken wir mal die nächsten Tage, ob sie auch fressen, die Vögel. Okay? Ade, war sie.